Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich wurde ja schon geoutet als derjenige, der einer der wenigen, glaube ich, mit Michael zusammen, die nicht aus Thüringen kommen. Und ich komme real aus Düsseldorf, also habe in der Tat aus dem tiefen Westen in den tiefen Osten den weitesten Weg gemacht. Ich denke, die Hans-Böckler-Stiftung, mein Arbeitgeber, ist wahrscheinlich weitgehend bekannt. Das ist die Stiftung der deutschen Gewerkschaften. Und was meine Hauptfunktion dort ist, ist das sogenannte WSI-Tarifarchiv zu leiten. Das ist sozusagen die zentrale Dokumentations- und Sammelstelle für Tarifverträge in Deutschland. Wir machen regelmäßige Analysen. Ich habe in meiner Präsentation immer am Ende noch so einen kleinen Werbeblock drin, das gehört auch dazu. Aber wer da mehr wissen will, www.tarifarchiv.de, findet man da eigentlich alles, was man da wissen muss. Ja, von daher, ich bedanke mich auch sehr für die Einladung hier nach Erfurt kommen zu dürfen und soll jetzt reden über ein Thema Tarifverträge und Tarifflucht in Thüringen. Warum redet man so ein Thema auf einer Betriebsrätekonferenz? Naja, wir gehen ja davon aus, das deutsche System der Arbeitsbeziehungen hat ja im Prinzip zwei zentrale Säulen. Die erste Säule, das sind Sie, das seid ihr, die Betriebsräte und Personalräte, die betriebliche Mitbestimmung. Aber ich muss euch ja nichts erzählen, dass natürlich diese Mitbestimmung auch oft an Grenzen stößt und dass man bestimmte Probleme natürlich alleine auf der Ebene des Betriebes nicht immer regeln kann. Und gerade dafür ist es wichtig, dass wir eben auch starke Tarifverträge, Regelungen haben, die ganze Branchen abdecken, die tatsächlich für alle gleiche, auch faire Wettbewerbsbedingungen schaffen und die eben auch, genau wie die Betriebs- und Personalräte, ein Ausdruck von Mitbestimmung, von Demokratie, von Partizipation der Beschäftigten sind. Und leider, und das ist sozusagen eine der Geschichten, die ich in diesem Vortrag erzählen muss, steht es um die Tarifautonomie, über das Tarifvertragssystem in Deutschland nicht so besonders gut, sondern wir erleben tatsächlich nämlich das, was im Titel auch schon angesagt ist, Tarifflucht. Wir erleben teilweise eine Erosion des Tarifvertragssystems und wir haben eben immer größere Bereiche der Wirtschaft, die nicht mehr, wo die Beschäftigten eben nicht mehr durch Tarifverträge geschützt werden. Ich will meinen, jetzt versuche ich, dass das funktioniert. Ja. Noch funktioniert es nicht. Doch, jetzt habe ich hier gedrückt. Im Prinzip zu zwei simplen Themen sprechen. Der erste Punkt ist, dass ich mal ein paar wenige versuche, ausgewählte Fakten zu analysieren. Wie steht eigentlich Thüringen im Hinblick auf das Tarifvertragswesen da, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, im Vergleich zum deutschen Durchschnitt? Was sind die Entwicklungstrends? Was sind die Zahlen und Fakten? Um dann im zweiten Punkt im Prinzip über die Hauptfrage zu sprechen, ja, was kann man denn eigentlich tun, um dieses Tarifvertragssystem wieder zu stärken? Was können Betriebsräte, Personalräte tun? Was können Gewerkschaften tun? Was können Arbeitgeber tun? Aber, und das wird in diesem Teil ein bisschen der Schwerpunkt sein, was kann auch die Politik tun, um die Tarifbindung zu stärken? Wir werden ja heute Nachmittag, haben wir auch noch eine Arbeitsgruppe zu dem gleichen Thema. Da sollen dann tatsächlich auch stärker eure Erfahrungen und die Einflussmöglichkeiten von Betriebsräten und Personalräten im Mittelpunkt stehen. Aber da wir heute Vormittag ja hier auch mit der Politik diskutieren, dachte ich, ist es natürlich auch ein Ansatzpunkt zu fragen, was kann denn die Politik, was kann auch die Landesregierung tun, um Tarifbindung zu stärken? Ja, das Ganze, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen, das Ganze basiert, was ich erzähle, habe ich mir natürlich nicht einfach nur so ausgedacht, so das Ganze basiert auf einer Studie, die wir am WSI, ich zusammen mit Kollegen von meinem Institut im letzten Jahr schon durchgeführt haben, eben über das Tarifvertragssystem in Thüringen. Da haben wir im Prinzip zwei Dinge gemacht. Wir haben uns einmal angeschaut, was gibt es so an Zahlen, Fakten, die einem sozusagen einen etwas quantitativen Eindruck kommt. Aber wir haben vor allen Dingen auch mit ganz vielen Gewerkschaften, Personal- und Betriebsräten gesprochen. Wir haben uns betriebliche Beispiele angeschaut, sowohl Beispiele von Unternehmen, die aus der Tarifflucht ausgestiegen sind, als auch natürlich vor allen Dingen Beispiele, wo ihr teilweise richtig gehend Tarifbindung auch neu erstritten, neu erkämpft habt und wo teilweise nach langer Zeit sozusagen eines tariflosen Zustandes auch Tarifbindung wiederhergestellt worden wird. All diese Beispiele, all das haben wir uns angeschaut, haben in so eine Studie gepackt und das kann man eben auch im,
Internet nachlesen. Und das ist im Prinzip auch die wesentliche Grundlage für das, was ich heute erzählen möchte. Ich will mal ganz anfangen mit der simplen Frage, wisst ihr eigentlich, wie viele Tarifverträge gibt es eigentlich in Thüringen? Weiß das jemand, wie viel genau, oder gibt es da Schätzungen? Nee, man weiß das nicht so genau. Ich glaube, auch selbst das Ministerium weiß es nicht so ganz genau. Obwohl, doch, ihr könnt es wissen, weil ihr habt natürlich ein Tarifregister. Aber wir haben tatsächlich auch beim Arbeitsministerium mal nachgefragt, und zwar beim Bundesarbeitsregister, macht uns doch mal eine Auswertung, wie viele Tarifverträge existieren eigentlich in Thüringen. Und zwar sind das sowohl Tarifverträge zum Teil, die nur für Thüringen gelten. Es gibt ja viele regionale Tarifverträge. Aber es gibt natürlich auch übergreifende Tarifverträge, die dann zum Beispiel für ganz Ostdeutschland gelten. Oder es gibt auch Tarifverträge, die für Gesamtdeutschland gelten. Wir haben ja unterschiedlichste Ebenen, wie zum Beispiel den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. So, und wir kommen dann auf eine Zahl von etwas über 6.000 aktuell gültige Tarifverträge. Davon über 5.000 Verbandstarifverträge, Flächentarifverträge. Und dann knapp 1.000 Firmentarifverträge, wobei das Arbeitsministerium direkt gesagt hat, die Firmentarifverträge sind wahrscheinlich noch viel mehr. Bei den Firmentarifverträgen ist aber oft das Problem, dass das Ministerium, dass man von den Verträgen die geografische Ausweitung gar nicht sehen kann. Weil da steht dann halt, das gilt für die Firma XY, aber man weiß gar nicht genau, ist das jetzt nur, ist die Firma nur in Thüringen oder ist sie in anderen? Also das sind die, die das Ministerium hat identifizieren können, also wahrscheinlich die Zahl noch größer. Wichtig ist aber, wenn man mal sich nur die Vergütungstarifverträge anschaut, und da sieht man, weil das die Vergütungstarifverträge sind ja wenn sozusagen zusammen mit den Manteltarifverträgen das Kern des Tarifgeschäfts, und da reden wir eben über etwa 349 Verbandstarifverträge, und wenn man die Firmentarifverträge zusammen nimmt, über den Daumen gepeilt, kann man sagen, etwa 500 Tarifverträge zum Entgelt, das ist sozusagen den Kern, was das Tarifvertragssystem in Thüringen ausmacht. So, die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie viele Menschen profitieren denn noch von den Tarifverträgen und wie viele Menschen fallen denn noch, arbeiten in Unternehmen, die an Tarifverträge gebunden sind. Und auch hier die Zahlen, und das sind jetzt die neuesten Zahlen, die ich entnommen habe, auch aus dem schönen IAB-Report, den das Ministerium ja immer rausgibt. Wir selber hatten bei der Studie noch die Zahlen des Vorjahres, aber ich habe gedacht, wenn es die aktuellen schon gibt, dann nehme ich doch die, dann zeige ich Ihnen diese. Und demnach, wenn man erstmal, man sieht hier die verschiedenen Bundesländer, wenn man sozusagen mal Deutschland insgesamt macht, dann kann man sagen, über den Daumen gepeilt noch jeder Zweite. In Deutschland etwa 50%, jeder Zweite Beschäftigte fällt noch unter einen Tarifvertrag. Heißt im Umkehrschluss aber natürlich, auch jeder Zweite hat keinen Tarifvertrag mehr. Und wenn man das jetzt, die Zahlen habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber mal auch so ein bisschen international vergleicht, da ist da Deutschland keineswegs prima, spitze. Es gibt viele Länder, gerade vor allen Dingen in Westeuropa, die nach wie vor eine deutlich höhere Tarifbindung haben, teilweise bis zu 80-90%. In Deutschland, und wir werden den Trend gleich auch noch sehen, geht sie ein Stück weit so runter. Und wenn man es dann vergleicht, nochmal die Bundesländer, dann sieht man auf den ersten Blick, klar, es gibt ein Ost-West-Gefälle. Im Westen ist die Tarifbindung immer noch ein bisschen höher, allerdings auch deutlich fallend. Also es ist, um das ganz klar zu sagen, es ist ein gesamtdeutsches Problem der Tarifbindung, der rückläufigen, aber im Osten noch besonders ausgeprägt. Und hier jetzt Thüringen mit 46% sozusagen, ja, eben im unteren Bereich der Tarifbindung. Das sind die Beschäftigten. Wenn man sich jetzt anguckt, was ist denn mit den Betrieben? Wenn man sich anguckt, wie viel Prozent der Betriebe sind tarifgebunden, dann sehen die Zahlen noch ein bisschen finsterer aus. Dann kann man sagen, in Thüringen sind es noch etwa 20% der Betriebe, also im Prinzip nur noch jeder fünfte Betrieb, der einer Tarifbindung unterliegt. In der Tendenz kann man sagen, größere Betriebe, deshalb auch die unterschiedlichen Zahlen von Beschäftigten Betrieben. Größere Betriebe sind eher in der Tarifbindung, viele kleinere Betriebe sind nicht tarifgebunden. Das ist sozusagen schon ein Merkmal dieser Entwicklung. Ja, das ist ungefähr das Bild, was man in Thüringen so sehen kann. Etwa ein Drittel ist sozusagen noch an Branchentarifverträge gebunden.
Eine relativ hohe Zahl, deutlich mehr als 10% unterliegt auch Firmentarifverträge. Thüringen ist, glaube ich, das Bundesland fast mit anteilmäßig den meisten Firmentarifverträgen von allen Bundesländern, die wir haben. Also auch da sieht man schon eine Reaktion auf die abnehmende Tarifbindung, den Versuch, auf der Unternehmensebene das wieder einzufangen, indem man eben versucht, betrieblich da, wo vor allen Dingen ihr stark seid und gut organisiert seid, eben die Tarifbindung durchzusetzen. Und dann gibt es eben den großen Bereich, die keinen Tarifvertrag haben. Und dann gibt es immer noch so eine Kategorie, dass man sagt, naja, es gibt Unternehmen, die sind vielleicht formal nicht tarifgebunden, die orientieren sich aber am Tarifvertrag. Auch in dem IAB-Bericht Thüringen ist da ein langes Kapitel drüber und die sagen dann, naja, also im Wesentlichen übernehmen die auch den Tarifvertrag. Das ist mit Verlaub Quatsch. Das ist falsch. Alle Untersuchungen, die wir wissen, und ich zeige gleich eine Grafik auch, die das, glaube ich, von den Zahlen belegt, zeigt, Orientierung, wenn Sie ein Unternehmen fragen, Sie orientieren sich am Tarifvertrag, das kann alles und nichts bedeuten. Das kann im Zweifelsfall auch bedeuten, dass Sie wirklich fast 100% den Tarifvertrag übernehmen. In der Regel aber, und das zeigen alle Studienergebnisse, ist das nicht der Fall, sondern in der Regel heißt Orientierung Cherry-Picking, also Rosinen-Picking. Der Unternehmer sucht sich aus, das, was ihm am Tarifvertrag gefällt und was ihm eben nicht gefällt, das nimmt er eben nicht. So, und das heißt aber in der Regel, dass Orientierung auch für die Beschäftigten deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrigere Löhne, längere Arbeitszeiten, schlechtere Bedingungen bedeutet. Und von daher ist es falsch und das hat leider so ein etwas, wenn ich das als Außenstehender kritisch anmerken darf, in dem Bericht des Ministeriums so einen etwas falschen Zungenschlag, weil da wird gesagt, naja, vielleicht ist das Thema gar nicht so schlimm, weil es gibt ja viele, die sich orientieren. Doch, das Thema ist schon schlimm. Und die Orientierung ist kein Ersatz für eine wirklich garantierte Tarifbindung. Das ist, glaube ich, die wichtige Message. Ja, ich glaube, ich erzähle Ihnen euch nichts Neues, wenn man sagt, natürlich ist die Tarifbindung je nach Branche sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt nach wie vor Branchen, wie im öffentlichen Dienst, wobei auch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, es auch da Lücken gibt, aber wo wir eine relativ hohe Tarifbindung haben. Und wenn man dann vor allen Dingen in die Bereiche der privaten Dienstleistungen nehmen, ich gucke mal hier unten an den Handel, dann sieht man, das sind eben nur noch kleine Gruppen, es sind eigentlich nur noch Minderheiten von Beschäftigten, die überhaupt einem Tarifvertrag unterliegen. Also wir haben eine sehr, sehr Unterschiedlichkeit auch, was die unterschiedlichen Branchen angeht. Und ja, das ist jetzt der Trend, der langfristige Trend. Also wir hatten tatsächlich Mitte der 90er Jahre noch etwa 3/4 der Beschäftigten, die einer Tarifbindung unterlagen. Und ihr seht jetzt, wie das sukzessive Jahr für Jahr runtergeht. Jetzt gibt es bei Thüringen am Ende so einen kleinen Knick nach oben. Da würde ich natürlich jetzt gerne die Message sagen, ja, die Trendwende ist geschafft. Als Wissenschaftler muss ich sagen, ein bisschen Vorsicht, weil so ganz genau weiß man noch nichts, weil man sieht immer mal, das geht immer mal hoch und runter. Also es kann auch einfach statistische, da hat man mal ein paar andere Unternehmen befragt als vorher. Das ist noch keine Trendwende. Wir müssen ein bisschen gucken, wenn das jetzt sich über ein paar Jahre fortsetzt, was wir natürlich alle hoffen oder was ich auch sehr hoffe, kann man davon reden, so richtig eine Trendwende ist noch nicht. Wir sehen eigentlich im langfristigen Trend immer noch, dass es Jahr für Jahr ein bisschen zurückgeht. Woran liegt das? Das hat natürlich verschiedenste Gründe. Ich will gar nicht auf alle eingehen, aber auf einen Grund hinweisen. Und das hängt mit der Veränderung, dem Strukturwandel und den Veränderungen der Betriebe zusammen. Ihr seht hier nochmal die Tarifbindung danach, nach Betrieben und Beschäftigten, und zwar danach aufgegliedert, wann diese Betriebe gegründet wurden. Und man sieht, ältere Betriebe, also Betriebe, Unternehmen, die vor 1990 schon existierten, dort haben wir in der Regelfall noch einen relativ hohen Anteil einer Tarifbindung. Das große Problem, was wir aber in den letzten Jahrzehnten sehen und insbesondere im letzten Jahrzehnt gesehen haben, dass eben neu gegründete Betriebe nicht mehr in die Tarifbindung gehen. Dass es überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, wenn heute Unternehmen neu gegründet werden, dass sie sozusagen Tarifverträge anwenden. Man könnte im Übrigen das gleiche Bild oder ein sehr ähnliches Bild auch für Betriebs- und Personalräte feststellen. Also es gibt da eine relative Parallelität zwischen, wo es Betriebsräte gibt, gibt es eher noch Tarifverträge, wo es keine Betriebsräte gibt, gibt es auch in der Regel keine Tarifverträge. Und es ist vor allen Dingen das Problem, dass eben
für neu gegründet wir eine Kultur haben, dass eben, wenn Unternehmen neu gegründet werden, sie eigentlich erstmal davon ausgehen, diese, ich sage es mal in Anführungsstrichen, alten Institutionen des deutschen Systems, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die brauchen wir nicht, da haben wir keine Notwendigkeit. Und es ist dann oft erst eine Erfahrung, erst dann, wenn es Krisen gibt, dass dann plötzlich Betriebsräte und vielleicht auch Gewerkschaften gefragt sind, Tarifverträge gefragt sind. Ja, um das mit den Zahlen ein bisschen abzuschließen, was bedeutet das eigentlich, ob ein Unternehmen tarifgebunden ist oder nicht? Ja, es bedeutet relativ viel. Es bedeutet vor allen Dingen etwas für den Geldbeutel der Beschäftigten. Hier sieht man einen Vergleich, was im Durchschnitt in einem Unternehmen verdient wird mit Tarifvertrag und ohne, in Thüringen. Und ihr seht, es gibt einen erheblichen Unterschied. Es sind etwa ein Viertel verdient ein Beschäftigter in einem Unternehmen ohne Tarifvertrag weniger als in einem Unternehmen mit Tarifvertrag. Also das ist schon erheblicher Batzen und zeigt, welchen Wert die Tarifverträge ausmachen. Man könnte das jetzt für viele andere Arbeitsbedingungen, das sind jetzt nur die Grundgehälter, man könnte das für die Arbeitszeiten machen, haben wir in der Studie alles aufgegriffen. In nicht tarifgebundenen Unternehmen wird länger gearbeitet. Es gibt viel seltener Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Es gab kaum Aufstockung, was die Kurzarbeitergeld angeht. Auch da hat der Tarifvertrag eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Also viele noch zusätzliche soziale Leistungen kommen da on top. Also es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man in einem Unternehmen mit oder ohne Tarifvertrag arbeitet. Jetzt könnten einige Kritiker sagen, naja, aber ist das nicht so ein bisschen Vergleich Äpfel mit Birnen? Weil natürlich sind die Tarifverträge haben, sind ja ganz andere Unternehmen als die ohne Tarifverträge. Ja, das stimmt. Ein bisschen ist es Äpfel und Birnen. Und um diesen Äpfel- und Birnen-Effekt sozusagen zu neutralisieren, gibt es Verfahren, die sozusagen diese Zahlen bereinigen. Das ist so ähnlich wie bei dem Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Der liegt zum Teil daran, dass Frauen in anderen Branchen arbeiten. Der liegt aber auch zum Teil an einer harten Diskriminierung von Frauen im Arbeitsleben. Und wenn man jetzt sozusagen den Diskriminierungsfaktor, also den Faktor identifizieren will, der nur darauf zurückzuführen ist, ob es einen Tarifvertrag gibt oder nicht, das ist sozusagen dieser sogenannte bereinigte Effekt, das ist der rote Balken, ja, dann ist der Lohnunterschied nicht mehr 23-24%, aber immer noch deutlich über 10%. Also auch da, es gibt wirklich einen Faktor, der rein auf die Tarifverträge zurückzuführen sind. Und man sieht in der Mitte auch nochmal, ich habe das mit dieser Mittariforientierung, weil ich das eben als Argument hatte, man sieht auch nochmal hier, ja, diejenigen Unternehmen, die sagen, sie orientieren sich am Tarifvertrag, zahlen ein bisschen besser als die, die sagen, wir orientieren uns auch nicht dran, aber sie zahlen natürlich weit unter dem, was der tarifvertragliche Anspruch wäre. Also nochmal die Message, Orientierung hat nichts zu tun mit einer ordentlichen Tarifbindung. So, das soll sozusagen als mal so Rahmung, Daten, Fakten ein bisschen genügen. Ich denke, heute Nachmittag wird es da vielleicht noch ein paar mehr Sachen geben. Ich will jetzt auf den Punkt kommen, was kann man denn eigentlich tun, um diesen Trend zu stoppen oder vielleicht sogar umzukehren oder wieder mehr Tarifbindung herzustellen. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, es gibt nicht den einen Knopf, den man drücken kann. Es gibt nicht die eine Maßnahme, mit der man sozusagen das alles verändern kann, sondern es gibt natürlich die drei Hauptakteure, die in diesem Spiel beteiligt sind. Das sind vor allen Dingen erstmal Gewerkschaften und Arbeitgeber, die ja die Tarifverträge aushandeln, aber auch die Politik, die eben die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, um Tarifbindung zu fördern oder auch nicht zu fördern. Und in diesem Sinne haben wir das versucht, mal in so einem Bild darzustellen, der Stärkung der Tarifbindung, die eben von unterschiedlichen Enden zu erfolgen hat. Sie hat natürlich von unten, von den Verbänden selber zu erfolgen, weil natürlich ist der Rückgang der Tarifbindung auch ein Problem der Verbände. Wir sind hier, sind wir intern, sind wir öffentlich? Wir sind öffentlich, aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis. Natürlich, Gewerkschaften haben Probleme, verlieren Mitglieder, müssen neue Mitglieder gewinnen. Arbeitgeberverbände haben auch Probleme oder haben diese komische Konstruktion, dass sie immer mehr Mitglieder aufnehmen, die gar nicht tarifgebunden sind, eben die sogenannten OT-Mitglieder. Also auch da gibt es auf beiden Seiten starke Probleme. Es gibt aber auch, und darauf werde ich im Folgenden
den Fokus setzen, Probleme, was die staatliche Unterstützung angeht, weil auch die staatliche Unterstützung, die Rahmensetzung ein sehr wichtiger, entscheidender Faktor ist für eine gute Tarifbindung. Nur darauf hinzuweisen, ich denke, das werden wir heute Nachmittag noch stärker besprechen. Es gibt natürlich gute Beispiele, ich hatte es eingangs schon gesagt, wo es gelungen ist, auch in Thüringen teilweise nach langer Zeit Tarifbindung wiederherzustellen. Ich habe hier nur zwei Beispiele, die wir auch in der Studie erwähnt haben, wo es dann teilweise nach 25 Jahren oder im Fall des Klinikums nach 22 Jahren erstmals wieder gelungen ist, durch das Engagement der Kolleginnen und Kollegen, vor allem auch durch das Engagement von Betriebsräten, wieder Tarifbindung herzustellen. Also solche Beispiele sind unglaublich wichtig und positiv und sie zeigen, dass man was tun kann. Aber meines Erachtens hat dieser Ansatz auch Grenzen. Man wird dieses große Problem, dass eben nur noch eine Minderheit der Menschen heute an Tarifverträgen gebunden ist, nicht allein durch Organisierung und ich habe jetzt mal diesen bösen Begriff der Häuserkämpfe, der da auch genannt wird. Man wird es nicht allein durch Häuserkämpfe regeln können. Man wird nicht jeden Supermarkt organisieren können, um dort eine Tarifbindung herzustellen, zum Beispiel im Einzelhandel. Das heißt, es ist ein sehr wichtiger und notwendiger Ansatz, dies zu betreten, aber er hat seine Grenzen. Bei den Arbeitgebern habe ich das schon gesagt, bei den Arbeitgebern haben wir das Problem, dass sie sich immer mehr aus der Verantwortung stehlen, dass sie eben Mitgliedschaften ohne Tarifbindung einstellen und quasi damit Unternehmen legitimieren, du kannst bei uns Mitglied sein, musst aber gar nicht an den Tarifvertrag gebunden sein. Das ist natürlich eine Sache, wo sie sozusagen eigentlich ihre originäre Aufgabe, nämlich Tarifverträge abzuschließen, sozusagen von sich weisen und sich im schlimmsten Fall sogar zu Lobbyisten und zu Vertretern von denjenigen Unternehmen machen, die Tarifflucht begehen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie stark diese Mitgliedschaft ohne Tarifbindung sehen. Aber man sieht hier beispielsweise, ich habe hier mal wieder aus dem Einzelhandel ein Beispiel, eine Beitrittserklärung. Wenn man als Unternehmen Mitglied werden will im Handelsverband Deutschland, ja, da kann man dann ankreuzen, ob man mit oder ohne Tarifbindung Mitglied werden will. Also ob wenn das völlig egal wäre, als ob das keine Rolle mehr spielen würde. Als der oberste deutsche Arbeitgebervertreter, der Herr Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, mal in einem Interview im Handelsblatt gefragt wurde, im Hinblick auf Tesla, ihr wisst, die in Brandenburg diese große Fabrik haben und die ja auch keine Freunde der Tarifbindung der Gewerkschaften sind und auch erklärt haben, wir wollen eigentlich keinen Tarifvertrag, wie er als oberster Arbeitgebervertreter das eigentlich fände, dass Tesla da keinen Tarifvertrag machen will, da hat er nur lapidar geantwortet, ja, das Tarifbindung oder nicht, ist eine unternehmerische Entscheidung. Nee, Leute, es ist keine unternehmerische Entscheidung. Es ist eine Grundinstitution unseres Gesellschaftssystems, unseres Systems von sozialer Marktwirtschaft. Dafür braucht es solche Institutionen. Und ich finde es schon ein bisschen befremdlich, wenn selbst der oberste Arbeitgebervertreter nicht mehr offensiv eintritt für die Tarifbindung und sagt, natürlich erwarten wir von einem Unternehmen wie Tesla, dass es sich sozusagen auch an den Gepflogenheiten des deutschen Modells anpasst und hier Tarifverträge anwendet, sondern einfach sagt, naja, müssen die halt selber wissen, ob sie es machen wollen oder nicht. Und das zeigt, glaube ich, ein bisschen das Problem im Hinblick auf die Arbeitgeberverbände. Ich habe aber gesagt, mein Hauptpunkt soll sein die Politik. Und bei der Politik möchte ich gerne drei Punkte ansprechen. Das erste ist Vorbildfunktion öffentliche Hand. Wir haben ja viele Personalräte, auch aus dem öffentlichen Bereich. Da haben wir schon gesagt, ja, der öffentliche Dienst ist eigentlich selber ganz gut tarifgebunden, aber wir alle kennen, vor allen Dingen die länger dabei sind, die Geschichten mit Ausgliederungen, mit Ausgründungen, die ja alle oft keine andere Funktion haben, als Kosten zu sparen. Und Kosten, wie spart man die, indem man sozusagen aus der Tarifbindung austritt? Also Vorbildfunktion öffentliche Hand ist ein wichtiger Punkt. Dann, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, über den wir reden müssen, die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen, dass also da, wo Tarifverträge geschlossen sind, die auch dann für die gesamte Branche gültig erklärt werden können. Und wir haben zu reden über die Frage, auch das wurde von Michael schon angesprochen, öffentliche Gelder, ja, müssen öffentliche Gelder, die Vergabe öffentlicher Gelder nicht auch an Kriterien, soziale Kriterien, wie die Tarifbindung geknüpft werden. Da reden wir über die öffentliche Aufgabe, Auftragsvergabe, aber auch über zum Beispiel die ganze Frage der Wirtschaftsförderung. Und zu allen drei Punkten ein paar kurze Überlegungen. Erstens öffentliche Hand. Da fand ich ganz interessant,
Auch aus dem aktuellen Bericht des Ministeriums, eine Zahl, die ich so auch noch nicht kannte. Betriebe im öffentlichen Eigentum, sind sie tarifgebunden oder nicht? Ja, und immerhin etwa 20% der Beschäftigten in öffentlichen Betrieben haben keine Tarifbindung. Also es scheint doch nicht völlig klar zu sein, dass die öffentliche Hand auch dafür steht, sondern es hat eben in der Vergangenheit in vielen Bereichen diesen Trend gibt, auch unter dem Druck natürlich Kosten zu sparen, Gelder zu sparen, hohe Verschuldung von Kommunen, dass sie sozusagen sich ausgegliedert, Bereiche ausgegliedert haben, um Geld zu sparen. Und das ist natürlich, wenn jetzt, und ich denke, diese Landesregierung steht da wahrscheinlich wie kaum eine andere für, zu sagen, ja, wir wollen die Tarifbindung stärken, wir stehen dazu, wir glauben, dass das sozusagen eine wesentliche Basisinstitution unserer Gesellschaftsordnung ist, dann ist das natürlich nur dann glaubwürdig, wenn man da, wo man selber sozusagen den unmittelbaren Zugriff hat, auch Tarifbindung herstellt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Oft wissen wir gar nicht in den Kommunen, ich weiß nicht, ob ihr alle in den Kommunen, in den Bereichen, wo ihr lebt, immer wisst, ja, wo ist denn da zum Beispiel die Stadt aktiv, welche Unternehmen beherrscht sie und wie sind da eigentlich die Arbeitsbedingungen? Und ein Vorschlag, den wir auch in der Studie gemacht haben, ist der, jede größere Kommune, auch das Land, veröffentlicht jedes Jahr dicke Beteiligungsberichte. Das sind mehrere hundert Seiten starke Berichte, wo drin steht, wo die Kommune überall beteiligt ist, welche Unternehmen dahinter stecken, wie die Kostensituation, wie die Entwicklung dieser Unternehmen ist. Ja, da wäre es doch ein leichtes, mal zu fordern, in diese Berichte sollte man noch eine Seite zusätzlich aufnehmen und mal aufschreiben, welche der öffentlichen Betriebe sind tarifgebunden, wo sind sie tarifgebunden und welche sind vor allem vielleicht auch nicht tarifgebunden und warum nicht. Und dann hätte man eine Transparenz darüber, wie die öffentliche Hand eigentlich selber agiert und man hätte auch einen Angriffspunkt zu sagen, da wo eben keine Tarifbindungen sind, wirklich da den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, auch nicht. Ich habe ja gesagt, ich komme selber aus Düsseldorf. In Düsseldorf haben wir das mal auch mit meiner Unterstützung ein bisschen im Stadtrat durchexistiert. Wir haben die Stadt Düsseldorf gefragt, sie sollen uns mal eine Auflistung machen von allen Betrieben, die nicht tarifgebunden sind. Und wir waren selber erstaunt, wie viele Betriebe plötzlich da keiner Tarifbindung, zum Beispiel die Betriebe, die die Arbeitsförderung machen. Also die eigentlich Leute in gute Arbeit vermitteln sollen, waren selber nicht tarifgebunden. Das ist natürlich eine etwas irrsinnige Sache. Ich glaube, das ist ein schöner Ansatz auch für die Kommunalpolitik, auch für die Landespolitik, wo man da was machen kann. Zweiter Punkt, Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Es gab, wann war das? Ich glaube, vor 2 Jahren mal eine Anfrage im Thüringer Landtag an die Landesregierung, wie viele Tarifverträge werden eigentlich in Thüringen originär allgemeinverbindlich erklärt. Und zwar, damit meine ich jetzt originär, tatsächlich regionale Tarifverträge, die nur vom regionalen Arbeitsministerium. Und die Antwort war, ja, Sie machen schon das, genau einer, nämlich der im Bewachungsgewerbe. Dann kommen noch ein paar Tarifverträge dazu, die sozusagen überregional sind, der Bauwirtschaft, in anderen Branchen, wo sozusagen das Bundesministerium die allgemeinverbindlich erklärt, wo die auch für Thüringen gelten. Aber Leute, ich meine, das ist nichts, ein Tarifvertrag. Wie viele Tarifverträge haben wir in Deutschland gültige? Ich habe ja eben die Zahlen für Thüringen gezeigt. Also das ist ein minimaler Bereich von Bereichen, die allgemeinverbindlich erklärt werden. Und das ist wirklich ein Instrument, was viel mehr Potenzial hat, was zum Beispiel, wenn man mal über die deutschen Landesgrenzen hinausschaut, in anderen Ländern zum Teil deutlich häufiger genutzt wird und damit auch eine deutlich höhere Tarifbindung sichergestellt wird. Und warum ist das so? Ich glaube, das hängt auch wiederum an einer Reihe von Faktoren, aber es sind vor allen Dingen 2 wesentliche Punkte, nämlich, dass in der Tat die Arbeitgeberseite bei der Bestimmung der Allgemeinverbindlichkeit eine sehr starke Vetoposition hat. Und die Arbeitgeber in Deutschland sagen, Allgemeinverbindlichkeit sind wir eigentlich keine Freunde von wenigen Branchen abgesehen. Und die doppelte Vetoposition besteht darin, dass zum einen man überhaupt nur einen Antrag machen kann auf Allgemeinverbindlichkeit, wenn beide Seiten dem zustimmen. Und im zweiten Punkt, dass jede Allgemeinverbindlichkeit ja vom sogenannten Tarifausschuss, den es beim Bundesministerium, auch bei den Landesministerium gibt, bestätigt werden muss. Und in diesem Tarifausschuss stehen dann auch wieder Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften. Und wenn die Arbeitgebervertreter sagen, nee, wollen wir nicht, dann kann die Allgemeinverbindlichkeit nicht zustande kommen. Und es gab sogar schon nicht wenige Fälle, wo Branchenvertreter, Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam einen Antrag auf Allgemeinverbindlichkeitserklärungen gestellt haben und dann aber der Dachverband der Arbeitgeber gesagt hat, nö, das wollen wir nicht.
und damit die blockiert haben. Und deshalb muss da dringend was gemacht werden. Und es gibt auch einen konkreten Vorschlag, an dem unter anderem ja auch Thüringen sich beteiligt hat. Das war jetzt interessanterweise ein Vorschlag der drei, damals, das ist aus dem letzten Jahr, damals drei rot-rot-grün regierten Bundesländer, vielleicht auch nicht ganz ein Zufall, die genau das wollten, nämlich diese Veto-Position abschaffen, diese doppelte Veto-Position abschaffen. Meines Erachtens immer noch ein sehr guter Vorschlag. Leider hat er im Bundesrat keine Mehrheit gefunden, weil alle anderen, glaube ich, bis auf Hamburg hat es noch unterstützt, aber sonst haben alle anderen dagegen gestimmt. Aber das ist nach wie vor das Thema, glaube ich, was für den Kernbereich der Stärkung der Tarifbindung ganz oben auf der Agenda stehen müsste und leider auch aufgrund der Ampelkoalition und der unterschiedlichen Positionen, die es ja auch da gibt, bisher jetzt nicht auf der Agenda steht. Eigentlich hat ja der Bundesarbeitsminister erklärt, er will nächstes Jahr ein Gesetzespaket zur Stärkung der Tarifbindung vorstellen, aber die AVE ist da leider noch kein Thema. So, ich komme zum letzten Punkt und das ist das Vergabegesetz. Und jetzt wird es ein bisschen kritisch. Beziehungsweise erstmal wird es nicht kritisch, weil erstmal kann man sagen, Vergabe, da geht es ja darum, Thüringen, wie alle öffentliche Hände, geben viel Geld aus jährlich. Man weiß es gar nicht so ganz genau, wie viel es ist, aber man weiß, dass es relativ viel ist für öffentliche Aufträge. Und da ist es ja naheliegend zu sagen, die werden ausgeschrieben und es gibt einen Wettbewerb. Und leider gibt es nach wie vor oft die Praxis, ja, am Ende bekommt derjenige den Zuschlag, der das günstigste Angebot macht. Und wer ist der günstigste? Naja, insbesondere in Bereichen, wo es personalintensiv ist, natürlich der die geringsten Arbeitskosten hat. Und wer hat die geringsten Arbeitskosten? Ja, in der Regel das Unternehmen, was nicht tarifgebunden ist. Das heißt, dieses Verfahren setzt sozusagen eine Logik in Gang, der Wettbewerb um öffentliche Aufträge, der de facto nicht tarifgebundene Unternehmen bevorzugt. Und das kann es ja nicht sein, dass der Staat, gerade eine Regierung, die sich ja politisch klar zum Tarifvertragssystem bekennt, sozusagen ein Verfahren hat, zu sagen, ja, wir begünstigen faktisch durch unsere Ausschreibungspraxis Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind. Deshalb hat Thüringen, und Thüringen war historisch, da inhaltlich jetzt auch eigentlich mit das erste Bundesland, eigentlich ein im Kern, finde ich, ganz gutes, ordentliches Gesetz gemacht, wo sie gesagt haben, nee, das kann nicht sein. Wir müssen in Thüringen sozusagen sicherstellen, dass bei öffentlichen Aufträgen sich die Unternehmen an die sogenannten repräsentativen Tarifverträge halten. Und nur die sollen den Zuschlag kriegen, um eben hier gleiche Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, faire Wettbewerbsbedingungen und um sicherzustellen, dass alle Beschäftigten sozusagen der Tarifbindung da auch unterliegen. So weit, so gut. Gesetz ist prima. 2020 vereinbart. Es funktioniert aber in der Praxis nicht. Und das ist sozusagen die kritische Anmerkung, die ich machen muss. Kann Ihnen das leider nicht ersparen. Das ist sozusagen die Homepage vom Ministerium, wo dran steht, zu den repräsentativen Tarifverträgen, ja, bisher haben wir da noch leider keine festgestellt, aber zu gegebener Zeit werden wir diese Liste repräsentativer Tarifverträge in Thüringen veröffentlichen. Ich gucke mir jetzt bei jedem Vortrag, ich mache immer wieder diese Homepage an und gucke, steht da immer noch das Gleiche? Ja, verdammt nochmal, steht immer noch das Gleiche. Und man fragt sich natürlich, wann ist zu gegebener Zeit? Und jetzt kenne ich natürlich die Hintergrundgeschichte, dass eigentlich die Idee ist zu sagen, man macht einen gemeinsamen Ausschuss mit Gewerkschaften und Arbeitgeber, die beraten die Regierung und sagen dann, das sind die Tarifverträge, die maßgeblich sind, die wichtig sind. Das wäre auch das gute und ordentliche Verfahren. Aber was macht man, wenn man Arbeitgebervertreter hat, die sagen, ach, eigentlich wollen wir das alles gar nicht und dann gehen wir zu dem Ausschuss auch gar nicht hin und da funktioniert auch nichts. Ja, dann hat man irgendwie ein Problem. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, na, die Arbeitgeber haben momentan eine relativ starke Position, indem sie dieses ganze System blockieren, dass es eben keine repräsentativen Tarifverträge gibt. Und die Frage ist, muss sich die Politik das gefallen lassen? Oder muss sich die Politik da initiativer, stärker werden, zu sagen, nein, verdammt nochmal, wir haben ja ein gutes Gesetz gemacht und wir wollen das jetzt umsetzen und es kann nicht sein, wenn die Arbeitgeber nicht mitspielen, dann spielen sie eben nicht mit. Wir laden sie ein, aber wenn sie nicht dabei sind, dann ist es sozusagen irgendwann auch ihr eigenes Problem, dass sie nicht dabei sind.
und dann werden eben Regeln ohne sie gemacht. Ich finde, auch das gehört zum demokratischen Prinzip und man darf sich da nicht blockieren lassen von der Arbeitgeberseite. Und von daher glaube ich, ich möchte noch darauf hinweisen, Thüringen war mit den Ersten. Mittlerweile haben wir viele Bundesländer, die diesen Trend gehen und die diese wirklich sagen, verdammt nochmal, wir müssen so eine Tariftreueregelung hinbekommen, wir müssen die ordentlich machen und da auch gute Wege gegangen sind, weil es ist ja nicht trivial. Die Frage lautet ja immer, woher weiß denn eigentlich so eine arme Vergabestelle, welcher Tarifvertrag jetzt maßgeblich ist für den öffentlichen Auftrag? Dazu bedarf es einer Infrastruktur. Und ich möchte da nur mal einmal ein Beispiel geben, weil ich glaube, das könnte auch für Thüringen interessant sein, mal einmal den Blick nach Berlin öffnen. Ich weiß nicht, ob das hier so en vogue ist, nach Berlin zu schauen, aber ich mache es einfach mal trotzdem, weil Berlin hat eine ähnliche Situation, hat auch ein ähnliches Tariftreuegesetz gemacht und die haben eigentlich etwas sehr Schönes gemacht, nämlich sie haben ein öffentlich zugängliches, sie nennen es Tariftreue-Online-Register gemacht, wo sie die wichtigsten Tarifverträge, die auch bei öffentlicher Auftragsvergabe eine Rolle spielen, aus dem Bausektor, aus den verschiedenen Dienstleistungen, Bewachungsgewerbe, was auch immer, sozusagen sich diese Tarifverträge angeschaut haben, die wichtigsten Bedingungen, vor allen Dingen die Löhne, die Lohnstrukturen und so weiter, aufgeschrieben haben und jetzt online zur Verfügung stehen, sodass jeder, sowohl jede Vergabestelle als auch jede Unternehmen, was nicht tarifgebunden ist und sich aber auf öffentliche Aufträge bewerben kann, relativ leicht und klar sehen kann, das sind die Bedingungen, die ich erfüllen muss. Und ich glaube, sowas braucht man, um ein solches Tariftreuegesetz tatsächlich mit Leben zu füllen, auch umsetzen zu können. Und ehrlich gesagt, Berlin hat da viele Vorarbeiten gemacht. Wenn man sich jetzt deren Struktur anguckt und guckt, okay, was bedeutet das für Thüringen, die Verträge, ist auch der Arbeitsaufwand vielleicht, also er ist immer noch da, selbstverständlich, aber er ist vielleicht auch begrenzter, weil eben sozusagen das Grundgerüst steht. Also ich kann das nur sehr empfehlen, weil das ist notwendig, um damit so ein Tariftreuegesetz tatsächlich nicht nur ein Papiertiger ist, sondern auch praktisch mit Leben umgesetzt werden kann. Es gibt noch ein zweites Punkt im Thüringer Gesetz, was mir nicht gefällt, was, glaube ich, auch in der Debatte politisch diskutiert worden ist. Und das ist die Tatsache, dass dieses Gesetz im Wesentlichen nur für die Landesunternehmen gilt und die Kommunen da ausgenommen waren. Jetzt haben wir dummerweise das Problem, dass in Bundesländern über 2/3 aller öffentlichen Aufträge aber auf kommunaler Ebene stattfinden. Nun sagt das Gesetz, naja, die Kommunen können sich ja freiwillig dran halten. Ja, es gibt meiner Recherche nach wie vor immer nur eine einzige Kommune, die das bisher in Thüringen gemacht hat, die eine sozusagen kommunale Vergaberichtlinie verabschiedet hat im Stadtrat und gesagt hat, wir wollen das tun, das ist Jena. Es gibt aber zum Beispiel auch andere Kommunen mit anderen politischen Mehrheiten, die gesagt, die bewusst entschieden haben, wir wollen uns gar nicht an das Tarifvertreuegesetz halten. Zum Beispiel Gera habe ich jetzt noch gelesen, es gab einen Stadtratsbeschluss, die gesagt haben, dieses ganze Tariftreuegesetz finden wir doof, das wollen wir nicht, wenden wir nicht an. Also mit der Freiwilligkeit der Kommunen, ich kenne ehrlich gesagt auch kein anderes Bundesland, was so eine Regelung gemacht hat. Alle anderen Regelungen, auch die Trends der anderen Bundesländer, die es gibt, die sagen selbstverständlich, wenn wir wollen, dass öffentliche Aufträge an Tarifbindungen gekoppelt werden, dann muss das für alle gelten. Und natürlich nicht nur für die Landesebene, sondern vor allen Dingen auch für die kommunale Ebene. Und auch in dem Sinne, glaube ich, würde ich denken, gibt es einen Reformbedarf hier in Thüringen. Ja. Ein noch relativ unterentwickelter Pass, und jetzt bin ich fast schon am Ende, ist der Bereich der Wirtschaftsförderung. Auch hier gibt es, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, in der Förderungsrichtlinie durchaus taucht das Wort Tarifvertrag einmal auf, dass das doch ganz gut wäre, wenn geförderte Unternehmen auch tarifgebunden sind. Es ist aber sozusagen so ein Kriterium und als unter anderem, und ich glaube nicht, dass es eine große Wirksamkeit bisher entfaltet. Und auch hier, und auch das ist, glaube ich, eine bundesweite Diskussion, gibt es doch einige Bundesländer, die sich aktuell auf den Weg machen, zu sagen, nein, wir wollen die Tarifbindung als ein doch viel wichtigeres und entscheidenderes Kriterium auch, ob ein Unternehmen förderungsfähig ist oder nicht, wollen wir etablieren. Und wenn wir es schon nicht zum Ausschlusskriterium machen, dann doch zumindest zu einem so wichtigen Kriterium, dass zum Beispiel die Fördermöglichkeiten oder auch die Fördersumme für tarifgebundene Unternehmen deutlich höher ist als für nicht tarifgebundene und damit sozusagen eine Anreizstruktur geführt wird. Auch das ist eine Entwicklung, wo ich denke, die man weitergehen kann. So, summa summarum, ich komme jetzt so langsam zum Schluss.
Und zwar möchte ich am Ende noch mal auf eine Besonderheit oder das Bild versuchen abzurunden. Das ist noch mal zusammengefasst, die Kerninstitutionen der deutschen Arbeitsbeziehungen, wie sie sich aktuell in Thüringen darstellen. Also etwas über 40%, das sind jetzt die Zahlen für 2019, wir hatten vorhin 46% Tarifbindung. Verbreitung von Betriebsräten, etwa 40%. Beschäftigte, die sowohl in einem Unternehmen arbeiten, wo es sowohl Betriebsräte als auch Tarifbindung gibt, gerade noch ein Drittel. Ja, und gewerkschaftlicher Organisationsgrad, so ganz genau weiß es nicht, aber Thüringen ist da übrigens gar nicht jetzt so viel schlechter. Das ist eher so im Bundesdurchschnitt durchaus, also ist jetzt nicht schlechter als in anderen Bundesländern, aber wir reden was von wahrscheinlich mittlerweile um die 15, vielleicht sogar ein paar weniger Prozent. So ganz so transparent ist man da auch nicht mit seinen Angaben, aber das ist die Realität. Das heißt, wir haben es mit einer erheblichen Erosion sozusagen der originären demokratischen Institutionen zur Regulierung der Arbeitswelt zu tun. Und ich habe jetzt viel am Beispiel der Tarifbindung geredet, wie man die wieder stärken könnte. Die gleiche Diskussion könnte man und muss man führen. Wie kann man mehr Betriebsräte haben? Wie kann man mehr Personalräte haben? Auch da gibt es ja Diskussionen, auch Gesetzesinitiativen, um den Gedanken zu fördern. Man sollte sich aber auch, damit möchte ich enden, im letzten Gedanken enden, mal die Frage stellen, ja, Stärkung dieser Institutionen schön und gut, aber brauchen wir vielleicht auch nicht aufgrund der vielen Veränderungen der Arbeitswelt neue Institutionen, die uns helfen können, sozusagen die Arbeitsbeziehungen wieder zu stabilisieren? Und interessanterweise, Thüringen hat diese Frage beantwortet, nämlich im Koalitionsvertrag. Und im Koalitionsvertrag steht drin, ja, sollten wir nicht mal überlegen, so eine mögliche neue Institution könnte eine sogenannte Arbeitskammer sein. Arbeitskammer ist sozusagen analog. Es gibt ja die Wirtschafts-, Handels-, Industrie- und Handelskammer. Auf der Kapital-, auf der Unternehmensseite gibt es das ja längst. Verbände, wo auch alle Mitglied sein müssen mit Pflichtmitgliedschaft und wo man sozusagen eine umfassende sozusagen Lobbyorganisation der Unternehmensseite hat, mit entsprechenden Ressourcen und allem ausgestattet. Demgegenüber ist unsere Seite, die Seite der Beschäftigten, deutlich unterrepräsentiert. Jede Anhörung im Landtag oder in irgendeinem Parlament bestätigt das. Man hat immer, ich bin selber manchmal mit Gewerkschaften da als Sachverständiger bei so Anhörungen. Da sitzen wir immer 2 zu 2 zu 3 einer Phalanx von 10, 15 Arbeitgebervertretern gegenüber, die aus allen möglichen Verbänden und die vor allen Dingen von den Kammern kommen. Also es gibt ein unglaubliches Ungleichgewicht. Und von daher finde ich das gut, dass Thüringen gesagt hat, lass uns doch mal überlegen, dass das Modell, was es in Deutschland ja in 2 Bundesländern schon gibt, nämlich im Saarland und in Bremen, und was vor allen Dingen, wenn man über Deutschland hinaus kann, in Österreich ein ganz wichtiges Instrument ist zur Stabilisierung der Arbeitsbeziehungen, lass uns das doch mal überlegen, ob man das nicht auch in Thüringen auch machen kann. Und wir machen gerade, soweit kann ich sagen, im Institut selber ein Forschungsprojekt dazu, wo wir das mal genauer untersuchen, auch wie diese Kammern funktionieren. Und bei allem, was wir bisher darüber wissen, ist wirklich die Frage, warum haben wir das nicht überall? Weil es wirklich für Arbeitnehmerseite ein sehr, sehr wichtiges und gutes Instrument sein kann. Und nun ist das in Gewerkschaftskreisen durchaus auch kritisch diskutiert, weil man ja immer die Frage stellt, na, wenn man so eine Kammer hat, wer wird dann überhaupt noch Gewerkschaftsmitglied? Faktisch ist, da wo es die Kammern gibt, ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad gar nicht schlechter als woanders, sondern manchmal sogar besser, also es scheint eher zu helfen. Von dem Hintergrund hat der DGB Hessen-Thüringen ja auch einen Grundsatzbeschluss gemacht, zu sagen, ja, wir wollen eigentlich diese Kammer, wir gehen. So, und jetzt die Frage an die Regierung, was passiert jetzt? Weil so Beschlüsse sind immer schön. Ich weiß, wir haben viele Krisen, wir haben vorhin gehört, Stapelkrise, multiple Krise, alles Mögliche. Das ist ein strategisches Projekt und strategische Projekte haben leider manchmal den Nachteil, dass sie unter dem Druck des Alltags und der Alltagssorgen natürlich schnell verloren gehen können. Und selbstverständlich alle Verständnis dafür. Und trotzdem würde ich sehr dazu anraten, dieses strategische Projekt anzugehen. Vielleicht wäre es gerade ein Projekt für eine politische Konstellation, so wie wir sie in Thüringen haben, dass man wirklich versucht, hier eine gemeinsame Idee, eine konkrete Idee zu entwickeln, wie eine solche Kammer aussehen können, um dann, wenn vielleicht die Mehrheitsverhältnisse auch im Parlament irgendwann noch mal klarer sind, wieder eindeutiger sind, man auch so ein Projekt auf den Weg bringen kann. Und ich glaube, da wäre aber jetzt der Zeitpunkt, wirklich
diese positive Erkenntnis, diese positiven Erschlüsse aufzugreifen, weil ich glaube, auch das könnte dazu beitragen, insgesamt nicht unmittelbar die Tarifbindung zu erhöhen, aber doch insgesamt das System auch von Interessensvertretung von Beschäftigten zu stärken und damit auch Potenziale, zum Beispiel auf Seiten der Gewerkschaften, freizuräumen, sich stärker auf die Frage der Tarifbindung und der Verteilungskonflikte zu konzentrieren, zu fokussieren. Ich glaube, da gibt es viele Potenziale und in dem Sinne würde ich Sie sehr ermutigen, diese gute Erkenntnis weiterzufolgen und jetzt wirklich auch mal voranzubringen. Und das ist der abschließende Werbeblock, nochmal www.tarifarchiv.de. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.